Warum sind die jetzt eigentlich hier ganz andersfarbig, die Dinger? Sind die immer andersfarbig oder was? Ich muss jetzt auch in den Keller. Da muss ich ja weiter umbauen. Ja, mach das mal, Leute. Vielen lieben Dank. Teppich geholt, der muss da auch noch rein. Sehr cool. Bist du also gut vorangekommen, ja? Das freut mich doch. Viel Spaß, Anu. Kannst ja gerne auch mal ein paar Fotos zeigen, wie dein Bereich da jetzt so aussieht. Würde mich sehr interessieren. Spätestens da bin ich weg. Bei Seven vs. Wild. Wieso? Bist du nicht so der Fan von? Ich muss sagen, ich habe vorher halt auch noch nicht sowas gesehen gehabt. Aber würde ich mir schon gerne mal angucken. Ah, der macht immer sein Patschehändchen. Damage. 493 Damage haben wir gemacht. Aber wir haben unsere... Ich wollte gerade sagen, wir haben unsere Seelen wieder, aber es sind nur 7000. Lohnt sich gar nicht zu holen. Brauchen wir gar nicht machen. Wir können einfach durchrennen. Okay, Leute, okay. Das ist schon ein böses Vieh, ey. Heiliger Strohsack. Vor allen Dingen 500. Sprich, wir machen mit den zwei, mit den vier Kristallsperren machen wir 2000 Damage ungefähr. Der hat aber noch sehr viel mehr dazu. Also, da werden wir ja noch ordentlich knuspern. Niesbar knuspern. Oder gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, da besser durchzukommen bei dem? Gibt es da irgendwie einen Kniff? Ein Rätsel? Oder sowas? Verlaufen. So, runter. Da hoch. Dann Vorsicht, rechts ist einer. Dann springen wir runter. An dem einfach vorbei. Ups. Der dreht übelst am Rad. Kaufhallen haben noch offen. Hey, ich muss auch noch einkaufen gehen. Haben wir noch nicht vergessen. Ich muss auch noch einkaufen heute. Ja, aber weißt du, wie lange wir an dem Bosshaus sitzen werden? Das ist eine gute Frage. Mal gucken. Auf Nahkampf oder Fernkampf zu spielen. Ich habe das Gefühl, eigentlich macht bei dem Fernkampf eher Sinn, oder? Sollen wir dir in den Mund gucken oder was, Sporling? Dankeschön für die Community-Punkte. Merci. Ah nee, nicht doch Community-Punkte und auch noch die Zuschauerserie. Vielen lieben Dank. Merci, merci. Dankeschön für die Unterstützung. Dankeschön für den Support. Aber Fernkampf ist bei dem bestimmt auch schön. Aber wenn der halt so hüpft, da sieht man mal nicht, wo der hinspringt. Ach, ich mag das immer nicht, wenn die Bosse so riesig sind und man nicht sieht, was sie machen. Was soll ich denn auch reinschreiben? Ich glaube, man braucht da gar nichts reinschreiben. Aber du kannst natürlich auch... Jinx, ah! Geil ist das einfach in anderen Souls-Spielen, dass du halt genau vor dem Boss
den Bereich hast, wo du dann halt durchstartest und nicht nur Ewigkeit dahin laufen musst immer. Das ist, glaube ich, einfach so das Mühseligste an diesem ganzen Spiel, dass man halt hier auch erstmal noch hinkommen muss dann immer zu dem Gegner. Was ist das, was halt... Oh nee, Digga, jetzt voll von hinten erwischt oder was? Das ist das, was immer noch so ein bisschen nervt. Und Jinx, ein Nüsschenküsschen! Kuss auf die Nuss! Kussi auf deine Nussi! Und wir wissen ja alle, die Frauen haben die größten Nüsse. Die größten Nüsse. Frag mich halt, ob man... Soll ich ja nicht sagen. Dumm, meine ich. Sorry. Ich bin eigentlich geratscht. Ich bin eigentlich geratscht. Aber dauert viel zu lange. Okay, ich habe zu wenig Zauber. Die dauern, also mit den Speeren, mit diesen Zielflugteilen, kriegen wir den relativ gut runter. Aber danach habe ich zu wenig Zauber. Danach habe ich zu wenig. Weil die hier dauern zu lange. Und ich glaube, die Zielflugseelenbassen, die dauern auch zu lange. Nur das Problem ist, von denen habe ich halt nicht mehr. Und die haben alle getroffen. Schade. Cojones! Aber sonst war das eigentlich ein nice try, fand ich. Der ist auch nicht so schwer. Das, eigentlich ist es machbar. Nur ich muss dann halt wirklich am Ende abpassen, wenn ich die anderen Attacken raushaue, dass er mich dann nicht kriegt. Hallöchen Pico! Hallo! Hallo, hallo, hallo! Ich möchte mich übrigens nochmal, du hattest ja gestern die Kritik angebracht, dass man bestimmte Wörter nicht sagt. Und da habe ich ja so ein bisschen plump reagiert, so, hä, warum sage ich aber? Aber ich möchte mich da nochmal reflektieren und sagen, du hast recht. Also ich versuche mich ein bisschen zu verbessern und an sich so sollte man keine Ausdrücke sagen. Aber manchmal ist man einfach so wutentbrannt. Da hat man keine andere Möglichkeit. Also haltet mich zurück, haltet mich zurück. Ey, wie wächst und gedeiht, ne? Ich versuche mir ja schon Kritik von euch zu Herzen zu nehmen und das immer zu reflektieren und das war da echt vielleicht ein bisschen unangebracht. Lurk weiterlernen, Pause ist ja vorbei. Ja, mach das mal, Jink. Jinx. Viel Erfolg dir und Dankeschön für den Support, dass du dabei warst heute und zugeschaut hast. Mich sehr drüber gefreut. Merci beaucoup. Ja, war auch alles gut. Ich hab's nicht böse gemeint. Es war halt nur in der Situation so ein bisschen plump von mir so, ja, hä, sag ich doch aber. Und das Wort mit B sage ich ja eher selten und das andere Wort sage ich voll... Eigentlich sage ich das gar nicht so oft, dieses Sohnwort. Das sage ich eigentlich gar nicht so oft. Ich sage eher Pimmelnase oder sowas. Ja, aber schön, dass du es auch so siehst. Ja, ich versuche mich zu bessern. Ich versuche, das anzunehmen. Ey, ich springe jedes Mal zu spät. Zu früh.
wieder weg. Das hasse ich ja. Vor allen Dingen jetzt nichts, weil hier der Abgrund ist. Und ich bin genau gedacht, in dem Moment, als es fast hinter mir war. Oh, wie unfair. Ah, so ein Feindiboss. Ja, wer ist denn ein Feindiboss? Ist da ein Feindiboss? So ein Anschloch ist das. Oh Mann, ey. Aber ist machbar, Leute, ist machbar. Vielleicht müssten wir sonst auch überlegen, nochmal einmal zu leveln. Aber wir brauchen halt einfach ein, zwei gute Schüsse. Und zum Beispiel die Attacke, die hat er jetzt eben davor gar nicht gemacht in den Runs. Also, die haben echt immer noch so ein paar Attacken in petto, die du vorher halt noch nicht gesehen hast. Das ist wie so ein Herzschlag. Das hört sich echt cool an. Das Geräusch. Oh, scheiße, Leute. Ich krieg ein bisschen Kopfschmerzen schon wieder. Ich habe heute eigentlich genug getrunken. Ich habe auch gut geschlafen. Ich war relativ rechtzeitig ins Bett gegangen. Ich habe auch gut geschlafen. Außer, dass mich die Katzen heute Morgen wieder geweckt haben und Futter haben wollten. Was für eine Soundkulisse. Hallöchen, Chakra, guten Morgen! Ja, Kopfweh, aber ich glaube, es ist ein bisschen Wetter. Bisschen Wetter. Ja, Wetterkopfweh ist bei mir ist ganz, ganz oft so der Fall. Und Pico, danke auch für deine Unterstützung. 3 Stream-Serie. Dankeschön für den Support und viel Spaß mit den Community-Punkten. 350 hast du gekriegt dafür. Wird das eigentlich immer mehr, umso öfter man vorbeikommt? Nee, gefrühstückt habe ich nicht. Ich habe meinen Adventskalender geöffnet. Das war das Einzige, was ich bisher gegessen habe. Aber ich habe auch noch nicht so Hunger. Da habe ich noch nicht so Hunger. Und danke auch für die Community-Punkte, Schakal. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Ihr seid der Wahnsinn. Nein, wieder so früh. Warum bin ich denn so dumm? Ach Gott. Oh, das ist ins Nichts gegangen. Egal gewesen. Ey, das ist ja unfassbar. Was war das denn schon wieder für eine Attacke? Die hab ich ja auch noch nie gesehen. Wir lernen immer neue Attacken kennen. Wieder dieses Typische, ne? Da lernst du immer wieder neue Attacken kennen. Ich kenne das von mir manchmal auch, habe ich Kopfschmerzen und denke, boah, das kann ja echt nicht sein. Denn esse ich das erste Mal an diesem Tag und 10 Minuten später geht es dann echt blendend. Ja, das habe ich bisher noch nie gehabt. Aber meistens ist es dann so Zucker, der einem fehlt, dass man dann halt Kopfschmerzen hat. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so ein bisschen Sauerstoffmangel. Ich habe heute Morgen zum Beispiel nicht gelüftet.
Das kann es auch sein. Also es können viele Faktoren sein. Ich weiß es nicht. Ich warte jetzt einfach ein bisschen mal ab. Hoffe, es geht weg. Ansonsten, wenn es nicht weggeht, dann ja, gucke ich mal, ob ich irgendwas zwischendurch snacke. Mache mir ein kleines Brot oder so. Oder ich nehme dann halt eine Tablette, wenn es halt wirklich gar nicht geht. Aber es ist halt auch schon wieder so Wetterwechselzeit bei uns, ne? Also Berlin ist gerade sehr kalt gewesen, dann hat es geschneit, jetzt war es wieder wärmer. Also es ist ja hier schon wieder ein Auf und Ab mit den Temperatures. Ich frag mich, ob man theoretisch die Angriffe von dem auch blocken kann. Digga, jedes Mal. Und immer höre ich nicht, was der für eine Attacke macht. Nein! Diese blöde, verdammte Dreckskacke! Du hast nicht gelüftet, du... Okay. Sie bohren wieder, Leute. Ey, ich muss mal gucken, wie das wird, sonst muss ich zwischendurch mein Mikro ausmachen. Ja, manchmal lüfte ich dann halt nicht, wenn der Chris dann noch schläft. Da will ich ja nicht das Fenster aufmachen. Ist ja dann auch blöd. Ah, ich habe 7000 sogar bekommen. 7000? Als ob du 7000 Kanalpunkte gekriegt hast. Schweinerei. Hier lügt aber jemand ganz schön doll. Tschu! 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 Ja, der ist halt ein bisschen tricky, ne? Der macht sowohl Attacken, die dicht sind, dann schleudert er sich halt mit seinem komischen Teil da umher. Oder er macht halt wirklich... Er macht halt wirklich so Fernangriff. Das ist beides halt echt scheiße bei dem. Okay, also für den reicht theoretisch eins aus. Wow, ich habe 0 zurückgekriegt. Cool. Cuella. Cuella de Vil. Cuella de Vil. Gesundheit, dankeschön, ihr Lieben. Was sind Kanalpunkte und wie löst man die denn ein? Ich kenne mich da bei Twitch gar nicht aus. Was? Bei Twitch gibt. Du hast unter dem Chat, da wo du einen Text eingibst, hast du eine kleine royale Pfote, eine Katzenpfote. Da kann man draufklicken und wenn du ein, sag ich jetzt mal, normaler Zuschauer bist, sammelst du über deinen Kanal Zuschauerpunkte, Kanalpunkte. Bei uns heißen die royale Pfoten. Und dann hast du die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel ein Subscriber bist, einen Multiplikator zu haben. Also dann sammelt man halt schneller Zuschauerpunkte. Oder halt, wenn du halt mehrmals beim Streamer in den Streams vorbeischaust, kannst du halt neuerdings so eine Streamer-Serie starten. Und dann kriegt man halt auch nochmal Kanalpunkte. Und die kannst du halt einlösen für zum Beispiel unseren Community-Support, den wir jetzt diesen Monat haben. Oder du kannst halt vielleicht auch Wasser trinken einlösen für den Streamer. Also da gibt es wirklich einige Sachen, die man nutzen kann. Und das ist einfach ein kleines Gimmick, was man, ja, was den Stream so ein bisschen auflockert einfach. Cool, mein Zauber ist schon wieder durchgegangen. Ey, das kannst du mir nicht, das finde ich unfair. Also wirklich, das finde ich unfair, dass mein Zauber durchgeht und es nicht zählt. Das finde ich unfair. Das ist das Einzige, was ich nutzen kann. Und ich kann es nicht benutzen, weil es manchmal durchgeht. Ja, da habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr zu spielen. Schon wieder total verzögert rauskommen.
Und manchmal, wenn ich B drücke, er nicht rollt. Das ist richtig, ihr habt das alle gesehen, oder? Dass mein Zauber ist durch den durchgeflogen. Und das ist doch nicht richtig. Das ist so ein großer Nein, 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 nein. Ja, sind alle gesehen, dass der Zauber durchgegangen ist. Hey John, danke schön für die Biddies. Doch, nein, nein, nein. Das ist echt unfair. Das ist ja das Einzige, was ich einsetzen kann. Und dann geht der Zauber da durch. Das finde ich gemein. Vor allen Dingen, das ist halt so ein großer Charakter. Recht, Daxico. Und Daydream Slut hat Horoskop des Tages erhalten. Ui. Dann verrate mir doch mal, welches Sternzeichen du bist. Und dann befragen wir gleich die heilige magische Kugel. Und ich würde, glaube ich, den noch ein- oder zweimal probieren. Und dann würde ich wahrscheinlich einmal reisen und nochmal Level machen. Damit wir da ein bisschen vorankommen und vielleicht ein bisschen mehr Damage raushauen. Weil ich glaube, noch einen höheren Zauber gibt es ja jetzt nicht, oder? Schütze! Dann fragen wir doch mal die heilige magische Kugel. Oh, heilige magische Kugel! In diesem neuen, wunderschönen Bereich hier, verrate uns heute doch mal das Horoskop, das Tageshoroskop für Daydream Slut. Schütze! Denk dran! Groß, lieber Schütze, trau dich, groß zu denken und neue Ziele zu entwickeln. Denn ein wenig Mut kann dabei helfen, nur beflügeln und dir helfen, dein Leben in die Hand zu nehmen. Sei gewillt, Risiken einzugehen, neue Erfahrungen zu machen und auch mehr von dir zu erwarten. So sagt es die heilige magische Kugel. Heute für den Schützen. Ja, das ist doch ein schönes Tageshoroskop gewesen. Also immer an sich glauben und Sachen auch mal sich trauen. Damit kann man doch viel anfangen. Würde ich doch mal meinen. Das Problem ist hier vorne an dem Bereich, die Seelen, da kann man gar nicht großartig kämpfen, weil die droppen halt nur 10 Seelen. Das bringt ja gar nichts. Das ist ja nix. Nix ist das. Nix. I will try. I give my best to try this shit. Okay, Leute, gibt's sonst irgendeinen Tipp, was wir sonst machen könnten? Habt ihr irgendwie einen Hinweis? Also ich glaube, wir haben ja vorhin eigentlich schon gut gekämpft. Ich glaube, der ist machbar. Ich glaube an uns. We believe. We believe in this fight. Wieso kriege ich eigentlich immer ein bisschen Damage? Durch was kriege ich denn Damage? Der Mage. Aua. Oh, kann man den Schwanz abschneiden? Ich trinke erstmal. Ich sehe gar nichts. Ha! Ich hasse diesen Boss. Manus. Du bist ein Arsch. Arsch, Arsch. Okay, ich gehe jetzt schon leveln. Was geht mir sonst auf den Sack? Aber ob das was bringt, was zu leveln? Was bringt. Wir bräuchten halt von diesen Zielflugdingern auch noch ein paar mehr. Und vielleicht von dem Kristallseelenspeer. Hydration is the key. Hydration. Dankeschön. Prost. Diese Lampe, die
ganze Zeit auf den Kopf, ey. Aber steht mir, muss ich sagen. Fühl ich. Aber was ich auf jeden Fall denke, ist, dass wir heute nicht fertig werden mit dem Spiel. Also da sitzen wir bestimmt Sonntag auch noch dran. Was nicht schlimm ist, ich find's okay. Aber ich würde halt auch gerne mit Dark Souls... Ich bin jetzt ungeduldig, weil die anderen jetzt schon angefangen haben mit Dark Souls 3. Die hätten ja ruhig mal auf mich warten können. Finde ich. Das U17 WM-Finale. Spaß dir. Fußball ist ja gar nicht so meins. Oder ist das kein Fußball? Gibt ja auch Handball. WM-Finale. Das ist ja gar kein Fußball. Geh einfach davon aus, dass es Fußball ist. Dann ist es vielleicht gar kein Fußball. Digga, der kann da durchschlagen. Wie unfair. Ey, dieses Spiel ist einfach sowas von unfair. Von vorne bis hinten. Spart euch euer Mimimi. Ich habe übrigens da auch noch einen neuen Sound Command Teil gemacht, dieses Flowning. Das weiß gar nicht, woher das kommt. Aber das habe ich bei Pandi, glaube ich, mal gesehen gehabt. Die hat das, glaube ich, auch als so Sound Command. Das ist vielleicht irgendwie lustig. Ich weiß nicht, woraus das heißt und ich mache das trotzdem bei mir rein. Vielleicht ist das was ganz Böses. Who knows, who knows? Haben wir nicht noch ein paar von den Runen, die wir benutzen können hier von den Seelen? Seelensplittern? Ja, da haben wir noch ein paar. 10.000. Zack. Zack, die Bohne. Zack, wie viel sind das? Bam, nochmal 10.000. Klatsch in mein Gesicht. Kommen wir doch unserem Ziel schon ein bisschen näher. Ich wollte schon sagen, schlafen gerade die Bogenschützen? Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Obwohl, vielleicht kann man noch einfach in den Bereich davor leveln, wo wir jetzt eh schon rumgelaufen sind. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viel Dings wir da immer bekommen. Habt ihr darauf geachtet bei den anderen, wie viele Seelen wir gekriegt haben, wenn wir da hingegangen sind? Nee, ne? Ah, es ist Fußball, okay. Ich hau mich aber auch mal jetzt raus mit hier mit meinen Punkten. Ja, ansonsten gerne halt in die Community Challenge auch reinpacken, ne? Wir haben ja derzeit die Community Challenge. Die läuft jetzt bis Ende Dezember. Da sammeln wir halt, ich glaube, 500.000 Kanalpunkte, um einen Lego-Aufbaustream zu machen. Das ist sozusagen so ein kleines Extra-Streamchen, was es dann halt zwischen Weihnachten und Neujahr gibt für euch. Und da könnt ihr auch einfach die Punkte reinpacken. Maximal 2.000 pro Stream kann man reinpacken. Und genau, einfach immer wieder reinschauen, wenn der Streamer online ist. Und
einfach die Punkte dabei steuern. Und dann genießen. Riechen, riechen und genießen. Das ist doch auch mal irgendwie so ein Film, oder? Wo der das gesagt hat? So, wir brauchen 50.000 fürs Level Up. Gleich zwei mit einmal. Oh, hinter mir ist einer. Guten Tag. Boah, wie viel Damage der einfach macht. Und an dem anderen macht er gar keinen Damage. An dem Boss. Ist schon krass, wie unterschiedlich das einfach ist. Schon krass. Und dann laufe ich, glaube ich, mal einmal aus dem Bild raus und guck mal, ob die vielleicht in der Stadt sogar mehr bringen. Ja, dann könnte ich ja da einfach immer leveln gehen. Und vielleicht gehen wir auch einmal vorher zu dem Drachen noch mal runter. Das würde mich auch interessieren. Ach, guck mal, hier stehe ich so lange, bis ich da immer fertig werde. Oh, das trifft mir natürlich. Klar, wie bloß früher. Klärchen, Bärchen. Ah, jetzt habe ich nochmal getrunken. Ups. Ach so, die habe ich nicht mehr. Fehlt die Fug. 750. Okay, ich wusste gar nicht, dass hinter mir auch noch ein Gegner kommt. Und wieder durchgeschossen. Das ist ja nicht deren Ernst. Das ist doch nicht die, die Wahrheit. Der, die das Wahrheit. Hier aber schon leichter zu farmen, oder? Die geben ja nicht 500 pro Stück, oder? Was meint ihr? Ich bin echt ein bisschen unsicher, wo ich vielleicht leveln soll. Levely, 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 lu. Ruckeldi, 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 gu. Aber ist das theoretisch dann der Endboss von dem DLC? Oder meint ihr, danach kommt dann noch irgendwas? Weil Manus, der Vater des Abgrundes, das hört sich schon sehr nach Endboss von dem Bereich an. Aber bei Manus muss ich immer an den einen Boss aus Lies of P denken. Der hieß doch auch Manus, der Arm Gottes. Das war auch ein cooles Spiel, das hat mir auch sehr gut gefallen. War die Story so schön. Vor allem wurdest du halt echt krass an die Hand genommen. Ne? Du musstest ja gefühlt gar nichts alleine machen. Vor allem auch, wenn du dann immer in den Bereichen warst, wurden dir angezeigt, dass du halt Items hast, die gerade questrelevant waren. Also es war schon von den Souls-Teilen her wirklich eins der einfachsten, sage ich jetzt mal. Obwohl Schaukler da auch gar nicht durchgesehen hat und da ja auch verkackt hat, ey. Weil er ihm das Herz gegeben hat. Das war richtig richtig dusselig. Einmal nicht aufgepasst. Hä, was? Die ganze Zeit muss man im Spiel halt versuchen, was anderes zu machen und auf einmal so? What?
Ja, das war schon lustig. Ich meine, sind ja halt verschiedene Wege, wie man das Game spielen kann, ne? Da muss man das halt auch mal da nehmen. Das geht durch wie geschnitten Butter. Aber das sind auch echt komische Viecher, oder? Jetzt mal 51.000. Reicht aber, glaube ich, noch nicht, ne? Ich glaube, wir brauchen mittlerweile 52.000, 53.000 für ein Level. Überleg mal, am Anfang hat das noch gereicht. Da hast du irgendwie so, keine Ahnung, 100 Seelen gehabt, 1000 Seelen gehabt. Und jetzt mittlerweile brauchst du schon so unfassbar viele. Das ist ja eine komische Fliege hier vor meinem Gesicht. Pieselt sie nicht, sie kleine Fliege. Level sollen wir machen? Noch eins vielleicht und dann noch mal versuchen? Oder was meint ihr? Vielleicht zu 10? Meinst du, ich brauche noch 10 Level? Ich meine, es wird dadurch ja halt auch ein bisschen einfacher, ne, wenn man halt levelt. Aber meinst du, ich brauche 10 Level? Hallöchen, Philandrion! Hallo, hallo! Nein, nur Spaß! 11 natürlich! 10 wären viel zu wenig. Denn schon easy, ne? Sie wieder in der gemalten Welt unterwegs? Ja. Wir nutzen hier den Spot aus, um ein bisschen zu farmen. Weil man hier relativ schnell gut an Seelen kommt. Und das will ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Wow. Hey, Antifilm klappt auch nicht gut hier. Weil mit einem Wisch machen wir hier 10.000 Seelen. Passt. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also das musst du theoretisch 5-mal machen. Dann hast du genug Seelen, um wieder ein Level abzumachen. Das ist eigentlich ganz gut. Hatte ich damals nicht so sehr gebraucht. Ja, du bist ja auch Profi.
komme halt an dem einen Boss gerade nicht weiter. Und bevor ich da noch 20 Versuche reinpacke, versuche ich einfach ein bisschen zu leveln und zu hoffen, dass das ausreicht. Weil dann machen wir natürlich auch ein bisschen mehr Damage. Ich gehe da mal Gassi. Ey, mach das mal, Daydream Slut. Viel Spaß auf jeden Fall. Viel Erfolg. Lieben Gruß und lieben Kuschler ans Hündchen. Und vielleicht sieht man sich ja nachher noch. Vielleicht bin ich nachher noch online. Würde ich mich natürlich freuen, wenn du wieder reinschalten würdest. Und wie gesagt, ne, gerne Community-Punkte, Kanalpunkte nutzen. Und immer schön reinschauen. Kannst auch Silas sagen. Silas. Ich versuch's mir zu merken. Mit Namen ist das immer so schwer bei mir. Silas. Aber nehme ich gerne an. Wenn du noch on bist, komme ich auch gerne vorbei. Dankeschön. Muss mir das mal bei dir eintragen, dass ich dich da so nennen darf. Weil man kann das bei Twitch ja theoretisch einschreiben. Ich hoffe, ich fliege jetzt nicht raus. Ich mach das mal kurz. Und Zombielaub, danke fürs Wasser trinken! Prost! Dankeschön! Hallöchen Taktik, schön, dass du wieder da bist. Ich werde mir nachher mal das neue Event anschauen, Offstream in Lords, bevor es wieder weg ist. Oh, stimmt, da gab es ja ein neues Event. Da habe ich noch gar nichts zu gesehen von. Da muss ich mal gucken. Warte mal. Daydream Slut. Silas. So. Jetzt ist es gespeichert. Sehr cool. Ich muss mal gucken. Also, ich hatte gesagt, so bis 15, 16 Uhr. Wenn es 17 Uhr wird, ist auch okay. Ich habe da ja heute keine Vorgaben. Darum, ich habe ja jede freie Zeit heute. Ich kann so lange eigentlich machen, wie ich Bock habe. Aber es ist halt immer ein bisschen doof. Beim Aldi gibt es dann halt manchmal nicht das, was man mehr haben will. Ich glaube, um 16 Uhr kommt auch noch ein Arbeitskollege von Chris vorbei. Der wollte sich noch ein paar Sachen irgendwie abholen von ihm. Das passiert nachher auch noch hier. Aber das ist eigentlich so das Schöne daran an Samstag- und Sonntagsstreams, dass man eigentlich keine zeitlichen Vorgaben hat, wann man irgendwie ausmachen muss. Da ist nicht so unter der Woche, oh, jetzt ist 18 Uhr, jetzt muss ich langsam mal ausmachen, weil meine Katzen haben den Hunger. Weil, oder Chris kommt nach Hause, das ist hier echt anders. Ist schön. Ab 18 Uhr sind da meistens so die leeren Paletten da. Ja, im schlimmsten Fall kann es so passieren. Das wäre natürlich nicht so gut. Dann gibt es wieder keine Frühlingszwiebeln, keine Tomaten, nur noch eklige, matschige Bananen. Bäh. Mittlerweile Standard überall. Wenn du zu spät kommst, kommst du auch nichts mehr. Ja. Also ich bin, glaube ich, bisher einmal oder zweimal vormittags einkaufen gewesen, also vor 12. Also recht früh. Und da war echt viel da. Also da habe ich ein bisschen gestaunt. So, es gab Rosenkohl, es gab Brokkoli, es gab Äpfel und Bananen. Weil sonst gehe ich halt sehr oft abends erst einkaufen. Und gerade im Kaufland zum Beispiel hier bei uns auch ums Eck. Das ist immer so krass, wie leer gefuttert und leer gefegt das einfach ist. Wie viele Leute da einfach einkaufen gehen müssen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also manchmal checkt er nicht, dass da Gegner sind, habe ich das Gefühl. Kannte ich vor einem Jahr noch nicht. Dass das so leer gefegt ist. Ja, das ist auch gefühlt erst nach Corona so schlimm geworden, ne? Als die Leute anfingen so mit ihren Hamster-Einkäufen. Und es hat sich irgendwie... Das ist teilweise echt immer noch so. Ach,
guck mal, da rennt sogar noch einer rum. Ein Wubbelwubbel. So, klatsch auf den Po. Jetzt erst 10.000 Punkte gemacht. Das ist lästig. Seelen zu farmen ist schon abfuck. Ich hoffe, das hilft halt auch. Dip, 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 dip. Wir brauchen halt für den einen Boss und ein bisschen Licht. Und ich glaube, Peladion hat noch gefragt, an welchem Boss ich gerade hänge. An Magnus. An dem, ich glaube, End-DLC-Boss. Falls es der End-DLC-Boss ist. DLC-Boss. An dem hänge ich gerade. Vorher hänge ich an dem Ritter, jetzt hänge ich an dem. Ich hänge hier einfach an allen. Ich habe das Gefühl, ich bin einfach zu schlecht. Zu schlecht gelevelt. Einfach zu schlecht gelevelt. Du Wichsnase. Ein Magnum? Das ist eine Eissorte. Nicht Magnum. Magnus. Magnus. Warum haben die sich nicht... Warum haben die sich Magnum genannt und nicht Magnus? Im Sinne von, ich mag Nuss. Hä, das wäre doch der Running Gag gewesen. Ich mag Nuss. Obwohl, das ist dann wahrscheinlich so im Englischen eher schwierig. Das ist ja dann Like Nut. Oder Nuts. Aha, sie hat Nuts gesagt. Zaubert ganz schnell noch aus. Also die Vögel geben auch immer 1000, ne? 1000 Seelen. Und Elotrix, Dankeschön für die Community-Herausforderungspunkte. Vielen lieben Dank für euren Support und eure Unterstützung. Dankeschön. Merci, merci, merci. Manus ist ein echt ekliger Boss, gerade für Magierklassen. Nur fand ich, ich finde den eigentlich nicht so schwer. Der macht halt scheiße gut Damage und darf sich halt echt nicht treffen lassen. Aber, ja. Also, der gibt halt gut, ne? So, jetzt habe ich zweimal den Zauber benutzt, ohne dass er einmal rauskam. Ich wollte nur einfach mehr mit meinem Schwert kämpfen. Ich meine, das macht ja schon gut Damage. Nein. Nein, nein, nein. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es noch einen Boss. Oh, was? Ja, also der Endboss von dem richtigen Spiel wahrscheinlich. Da sind wir ja noch nicht. Aber noch zusätzlich? Nach Magnus? Das ist ja schon hardcore. Ey, sag mal, Bruno, kannst du dich irgendwo hinlegen? Das ist ein bisschen anstrengend, dass du die ganze Zeit rumläufst. Blob, blob, blob. Und Twitch-Penner ist auch da. Hallo. Im DLC müssten 4 Bosse sein. Was?
Also. Okay, also 1, 2, 3 haben wir schon. Hört ihr Bruno singen? Er macht Rararu? Rararu? Habt ihr bestimmt nicht gehört? War zu leise. Oh, die kann man ja von hinten. Guck mal, wie das durchschlägt. Die Zauber sind ja übelst geil, die Kristallspeere. Ah, wie geht's dir? Alles klar? Ja, bei mir ist alles gut, Twitch-Penner. Wie geht's dir? Wie sieht's aus? Schon irgendwelche Beschwerden wegen... Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Oh, der Twitch-Penner hat gestern einen Schönheitseingriff machen lassen, wie ich es so gerne sage. Ich müsste ja auch mal wieder zum Tätowierer gehen, ey. Aber kein Geld. Kein Geld. Keine Ideen. Naja doch, ich müsste halt meine Sachen weitermachen. Ideen hätte ich schon. Aber wir sammeln ja zurzeit für ein neues Goal. Wie ihr unschwer unten erkennen könnt, sammle ich für einen zweiten PC, für ein 2-PC-Setup. Und falls ihr da mich finanziell supporten wollt, dürft ihr das natürlich gerne tun. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ist natürlich aber kein Muss, ne? Ist nicht zwangsläufig. Aber alle Donations, die in nächster Zeit hier irgendwie reingehen, werden fein säuberlich gespart. Und ja, ich sammle dann halt für einen zweiten PC. Schönheitseingriff, also größere Boobies. Hallöchen, Kingcom. Hello. Sag mal, Kingcom, ich bin jetzt gerade bei Magnus dran, ne? Und der James meinte gerade, dass nach Magnus wohl im DLC noch ein Boss kommt. Stimmt das? Der Wächter, der Ritter Magnus und was anderes verrate ich nicht. Okay, ja, dann scheiße. Dann werden wir heute safe nicht fertig. Weil wenn ich dann noch den Boss vom Hauptspiel, vielleicht gibt es beim Hauptspiel keinen Boss am Ende, aber das kann ich mir nicht vorstellen, sonst wäre es ja ein echt unbefriedigendes Ende. Wenn da gar nichts kommen würde, kann ich mir nicht vorstellen. Ist doch voll schön geworden, der Schönheitseingriff, oder? Ja, also man hat jetzt zwar schon erkannt, was es ist, aber es muss halt erstmal verheilen, ne? Ich finde, Tattoos, die dann verheilt aussehen, sehen immer noch mal viel besser aus, als welche, die gerade irgendwie frisch gestochen sind. Aber es sah schon schick aus, ja. Vor allen Dingen auch süß eigentlich so mit der Idee, mit der Freundin halt auch, ne? Dass die halt so ein ähnliches Motiv hat und so. Ist schon cool gemacht. Du bist ein Tod hinter mir. Glückwunsch. Ja, ich bin leider an dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen öfter gestorben. Aber ist nicht schlimm. Kann ich mit leben. Jetzt nicht für mich so die Welt. Gehört halt auch dazu bei so ein Souls-Spielen, dass man stirbt. Wer nicht gestorben ist, hat das Spiel nicht gespielt. Oder sich hat treffen lassen, unnötig. Was ist das? So, reicht das jetzt schon? Für einen Level? Können wir nochmal rein? Können wir mal reingehen? Mir gefällt es richtig gut. Der muss verheilen, aber wird schon. Ja, mit Sicherheit. Also schön säubern, aber auch nicht zu viel. Und dann passt das schon. Ich find ja tatsächlich zeitweise, oder das habe ich damals immer gesagt, dass die Tattoo-Pflege und Nachbehandlung sogar noch unschöner ist und döller wehtut als das eigentliche Stechen.
Aber das nehme ich zurück. Beim letzten Mal tätowieren, das war schon unangenehm. Also ich merke, entweder bin ich schmerzempfindlicher geworden oder einfach nur ungeduldiger, bis es endlich fertig wird. Aber vielleicht ist es bei mir auch wirklich langsam der Zug abgefahren, dass ich ein Tattoo einfach nicht mehr brauche oder so. Kann ja auch sein. Okay. Ich freue mich ja schon auf den Dark Souls 3 Run, wenn sie im ersten DLC angekommen ist. Ja, wir müssen mal gucken. Es gibt ja, glaube ich, bei Dark Souls 3 habe ich zwei DLCs. Dieses Ashes, bla 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 und irgend so ein anderes noch. Da müssen wir dann mal gucken, mit welchem wir... Also da müsstet ihr mir bitte helfen, damit ich die DLCs dann halt auch zur richtigen Zeit mache, ohne dass ich die dann halt übersehe oder dass ich da irgendwie was, ja, dass mir was fehlt oder so. Das wäre, glaube ich, schon echt cool, wenn ihr mir da helfen könntet. Ashes of Ariandel und Ringed City, genau, die zwei habe ich. Die habe ich gekauft, also geschenkt bekommen. Sagt mal, wer von euch hat mir Dark Souls geschenkt? Dark Souls 3, wer war das von euch? Weil ich habe das geschenkt bekommen und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, von wem ich es gekriegt hatte. Ich weiß, dass ich von dem einen oder anderen öfter mal Spiele bekomme von euch. Aber bei Dark Souls 3 kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß, das gab's. Doch, ich weiß es doch, glaube ich, noch. Kann es sein, dass es von Zauberkönig war? Ich glaube, Zauberkönig hat mir das geschenkt, oder? Von dem habe ich Spiele gekriegt gehabt. Aber waren das die Games? Bin mir echt nicht mehr sicher. Ich versuche mir das echt immer zu merken, aber da habe ich nicht aufgepasst. Das ist schon... Das ist dann doch schon ein Weilchen her. Vor allem, es war halt gleich diese Premium-Box, ne? Mit allen Inhalten drin. Der Wahnsinn, wirklich. Ich habe mich so gefreut gehabt. Beziehungsweise, ich habe das on-stream erst gar nicht realisiert, was ich da gekriegt habe. Bis ich dann gecheckt habe, so... Ey, der... Tja! So eine doofe Sau. Frech. Stahlspulten. Wenn die Gegner gut sterben, bist du im richtigen DLC. Ja, aber es kann ja sein, also Scotty meinte gestern, dass man halt irgendwie auch aufpassen muss. Weil wenn man theoretisch irgendwie den Endboss schon macht, dann kann man halt die DLCs nicht spielen. Das ist ja ähnlich wie hier. So ein durchsichtiges Pflaster. Ach, hast du sowas sogar drauf? So ein Brandpflaster. Ja, da bin ich nicht so der... Ich bin da nicht so der Fan von so einem Brandpflastern. Weil meine Mama ist ja Krankenschwester. Und die hat zum Beispiel erzählt, dass wenn man Patienten hat, die halt Brandwunden haben, dann machen sie ja auch in erster Linie diese Brandpflaster drauf. Aber das kann auch mal nach hinten losgehen und dann kann man halt sich Bakterien darunter einfangen, wenn das halt nicht professionell angefertigt wurde. Und ist natürlich auch so eine Sache, ne? Aber ich hatte zum Beispiel bei dem Tattoo auf meinem Dekolleté, da hatte ich definitiv so ein Pflaster drauf und es war ein Krampf, dieses Pflaster wieder runterzukriegen. Es war die Hölle. Und dann bei den anderen habe ich immer ganz normale Folie drauf. Und ich bin auch tatsächlich so, ich lasse einen Tag die Folie drauf und meistens am nächsten Tag mache ich die Folie schon ab und versuche das einfach nur einzuschmieren. Bitte noch darüber lesen. Ich habe heute früh mal deine Streams durchgeskippt. Von der Schwierigkeit her würde ich dir empfehlen, dass du das eine Rätsel vorher machst. Welches eine Rätsel? Gibt es noch ein Rätsel? Habe ich ein Rätsel übersehen? Guck mal gerade im Discord, was du geschickt hattest. Du hast ja nicht im Discord alle eingeschickt, ne? James war nicht da, ne? James war beim Harry Potter Musical gewesen. Theaterstück. Übelst cool. Da möchte ich auch gerne mal hin. Das eine Rätsel habe ich doch gemacht mit dem Kronleuchter. Das habe ich, das mit dem Bäumeschnetzeln, das habe ich gemacht. Was sind denn hier meine privaten Nachrichten? Da. Das mit der Mimik und der Kiste und dem Lloyds-Talisman, das habe ich heute ausprobiert.
Was mit dem Nest habe ich gemacht? Und den. Doch, das habt ihr alle gemacht. Das habe ich gemacht im Baum. Da, wo die kleinen Pilze dann unten waren. Hast du da den einen Stream übersehen? Was habe ich gemacht? War da ein Boss? Hallo. Hey, meine kleine Prinzessin. Oder? Ja, das mit den Bäumenstätten habe ich gemacht. Da waren doch dann in dem Baum die Pilze drin und diese kleinen komischen Viecher, die da die ganze Zeit diese schwarzen Nebel Scharlachfäule oder was ist es? Fehler vom Abend, sorry. Ist nicht schlimm. Hätte auch sein können, ich habe noch irgendwas übersehen oder so. Hm. Cool. Eine extra Runde, Leute. Ich habe sogar hier der Prinzessin zwischen die Brüste geschossen. Und dann habe ich einen Secret Boss freigeschalten. Ganz alleine habe ich das herausgefunden, Kappa. Kappa. Das ist, meine ich, nicht wahr. Soweit ich mich erinnern kann, kann man die DLCs auch nach dem Endboss noch machen. Okay, das weiß ich halt nicht. Das müsste man austesten. Okay.